In etwa 4 Monaten sind die Europawahlen, die EU-Wahlen. In etwa 14 Tagen hat die Linke einen Parteitag zu den Europawahlen mit einem Programm. Ja. Die Europäer allerdings, anders als die Parteien in Europa, auch die gibt es ja welche, aber die Europäer fremden mit Europa. Ich sag mal zwei Zahlen. 1979 gab es noch 62 Millionen, die wählen gegangen sind zu den Europawahlen. Und jetzt gibt es nur noch 53 in 2009. Aber es sind längst viel, viel mehr Wähler dazu gekommen. Genau. Also es gibt keine große Nähe der Europäer zu ihrem Konstrukt, ihrer politischen Oberhoheit. Wann hast du denn erstmalig erlebt, dass du Europäer bist? Ich glaube, ich habe immer Schwierigkeit mit diesem Deutschland gehabt. Und dieses Deutschland hat immer Schwierigkeiten mit mir gehabt. Ich habe nie so ein eingeschränktes Gefühl gehabt. Ich war genauso zu Hause in Dänemark oder bin noch besser zu Hause in der Toskana, obwohl das heute nicht mehr so beliebt ist, das auszusprechen. Ich bin aber auch zu Hause in Hamburg oder sonst wo. Ich habe immer, Europäer war für mich, wenn mich jemand gefragt hat, woher kommst du denn, habe ich lieber gesagt, ich komme aus Europa als aus Deutschland. Daraus sieht man schon eine beidseitige Differenz. Ja. Gibt es eigentlich in Deutschland ein europäisches Bewusstsein? Leider ist die Europäische Union, das muss man dazu sagen, wenn Europa gesagt wird, wir reden von der Europäischen Union, das ist ja nur ein Teil Europas, ne? Und nicht das ganze Europa. Leider ist die Europäische Union politisch und vielleicht auch mental in den letzten Jahren sehr stark von Deutschland geprägt worden. Also die Europäische Union ist deutscher geworden, aber Deutschland ist damit nicht europäischer geworden, sondern dieser Blick von oben herab. Es wird wieder Deutsch gesprochen, Volker Kauder, CDU. Das ist ja synonym, wir sagen, was Sache ist, und das finde ich außerordentlich unangenehm. Das war zum Nachteil der EU, es war auch zum Nachteil unseres Landes, das Land ist nicht offener geworden. Na klar, auch in Deutschland sacken die Beteiligungszahlen bei den Wahlen. Aber meinst du, die Deutschen hätten überhaupt kein europäisches Bewusstsein? Nein. Das meine ich, das meine ich überhaupt nicht. Mhm. Ich halte das sogar für einen gewissen Fortschritt. Fortschritt und Rückschritt, beide Seiten sind vorhanden. Die Generation meiner Eltern, die sind aus diesem Deutschland nur einmal rausgekommen. Das war Vater als Soldat im faschistischen Überfall auf die Sowjetunion und Mutter als Krankenschwester. Ansonsten haben sie dieses Deutschland nie verlassen. Die hatten kein Geld. Mhm. Nee, und ihr Bewusstsein hörte auch an der Grenze ihres Schrebergartens auf. Und dass das geöffnet ist, ich habe da lange Zeit drüber gespottet, dann habe ich ein schlechtes Gewissen gekriegt und nachgedacht, dass unendlich viele Deutsche, Westdeutsche, mit ihrem Auto an den Gardasee, das war ja das beliebteste, gefahren sind nach Italien und plötzlich italienische Schlager in deutscher Mode wurden, nicht mehr der Förster vom Silberwald, und umgekehrt relativ viele Ostdeutsche Richtung Bulgarien gefahren sind. Jugoslawien ging ja nicht. Das war für beide Deutschlands ein Fortschritt. Also man hat die Befreiung gesehen im Westdeutschland, in der amerikanischen Rockmusik gegen Förster von Silberwald und in Ostdeutschland in den russischen Weichen gegenüber der Enge des eigenen Landes. Und das möchte ich nicht missen. Und das ist heute eines der großen Probleme. Hartz-IV-Empfänger können nicht mehr ins Ausland fahren. Fahren nicht mehr ins Ausland. Also es ist ein Rückschritt auf das, was man schon überwunden glaubte. Das halte ich für schade. Du giltst, wenn man Zeitungen liest, wenn man fernschaut, du giltst als EU-Kritiker. Und in der öffentlichen Debatte werden EU-Kritiker gerne als Nationalisten gebrandmarkt. Und wer für die EU ist, nennt sich Internationalist. Bist du also eher ein Nationalist? Das ist ein Ballparadox nach dieser Definition. Wäre Angela Merkel eine glühende Internationalistin, kann man glatt zur Vorsitzenden der Kommunistischen Internationalen wählen. Ich wäre ein finsterer Nationalist. Ja, eben. Angela Merkel macht aber die EU kaputt. Macht Europa kaputt mit ihrer Politik. Ich möchte eine andere EU und ich möchte ein anderes Europa. Also wenn wir weltweit sagen, eine andere Welt ist möglich, was ich auch glaube, muss auch ein anderes Europa möglich sein. Und wenn andere das über mich behaupten, lässt mich das kalt. Also ich kann gut mit den CDU, mit den konkurrierenden Parteien umgehen. Wenn aus der eigenen Partei das gesagt wird, ist das eine Sauerei, weil sie es besser wissen müssten. Und dann ist es auf der Ebene einer platten Propaganda und das ist nicht nötig in dieser Frage.
Bleiben wir beim Nationalismus. Es gibt mit der AfD eine Anti-Europa-Partei, sage ich mal verkürzt. Man sagt, sie sei eine echte Konkurrenz zur Linkspartei. Hast du vor der AfD Angst? Nein, ich habe keine Angst vor der AfD. Es wäre mir lieber, wenn sie Angst vor mir hätte. Nee, also so rum kann man gut leben. Das ist keine Anti-Europa-Partei. Das ist eine Antisozialpartei, die eben mit diesem Spruch, es wird wieder Deutsch gesprochen, in Europa glänzend leben kann. Das ist noch nicht mal eine Anti-Euro-Partei, so weit langt es bei denen ja noch überhaupt nicht. Sie wollen, dass die deutschen Eliten in Europa bestimmen bleiben, dass sich eine Wirtschaftspolitik durchsetzt, die sich an den Interessen der Eliten misst. Sie wollen ein Deutschland, wo etwas Facharbeiter und Intelligenz in Anführungsstrichen anwirbt. Aber die einfachen Leute aus Europa, die sollen alle draußen bleiben und nichts zu sagen haben. Die AfD ist eine Elitenpartei der Eliten, die in Deutschland bestimmen wollen. Und deswegen ist sie untauglich, muss man auch keine Angst vorhaben. Sie ist keine Anti-Europa-Partei, das wäre viel zu einfach. Aber es scheint so, als ob sie der Linkspartei Stimmen wegnehme. Das könnte sein, wenn wir große Fehler machen. Also rechter Populismus hat in Krisenzeiten immer einen Zulauf. Kann man am besten in Frankreich, selbst in den Niederlanden, in Dänemark, wo ich so gerne hingefahren bin. Ja. Also das ist ja Katastrophe, das hat einen Zulauf. Wenn man als Linke sich nicht gegenstellt und wenn man nicht als Linke auch ein bisschen drüber nachdenkt, warum wählen Menschen, denen es nicht gut geht, möglicherweise rechts. Und ich finde, ich will die nicht beschimpfen, sondern ich will sie davon abbringen. Und deswegen muss ich soziale Fragen thematisieren, muss ich im Dialog mit diesen Menschen sein. Ich kann gut verstehen, wenn viele sagen, weswegen sollen wir zu den Europawahlen gehen. Ich habe selbst gut verstanden, dass viele Schwierigkeiten hatten, zu den Bundestagswahlen zu gehen, weil sie sagen, ändert sich ja doch nichts. Also muss man ein bisschen glaubwürdig mit ihnen im Gespräch sein. Was könnte sich ändern? Nicht zu viel versprechen, sondern sich auseinandersetzen. Und die Linke muss keine Angst vor rechten Populisten haben. Die Linke muss gegenhalten, muss klar und präzise sein und muss eine Zuneigung, ein Gespür für die einfachen Menschen in diesem Lande haben. Das spüren die ganz genau, ob man von ihnen was will oder ob man auf sie von oben runter guckt. Die Verteidiger des Status quo in Europa sagen, es sei deshalb so notwendig, weil die EU ein Friedensprojekt ist. Wer macht denn eigentlich Frieden mit wem in Europa? Das ist eine spannende Frage. Also, um das gleich zu sagen, mit der NATO habe ich meinen Frieden nicht gemacht, werde ich auch nicht machen. Es ist schon ein gesellschaftlicher Fortschritt, dass in Europa die großen Länder keine Kriege gegeneinander geführt haben. Also wenn ich jetzt nochmal Erich Maria Remarque lese, Westen nichts Neues, wenn ich mir anschaue, was alles passiert ist vor 100 Jahren, der Erste Weltkrieg. Das ist aber nicht Verdienst der EU. Die EU-Gründung war die Verabredung, wie man eine Wirtschaftspolitik blockgespalten im Westen betreiben kann, wo Deutschland eingebunden ist und wo Wirtschaftspotenzen gekoppelt werden. Mit Friedensprojekt hat das relativ wenig zu tun gehabt. Und man muss natürlich auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass es EU-Staaten waren, wie Frankreich, die in dieser Zeit blutige Kriege in Afrika und in Indochina geführt haben. Das ist eine Legende, dass die EU als Friedensprojekt gegründet worden ist. Auch die EU war Teil des Kalten Krieges und ist als Projekt des Kalten Krieges gegründet worden. Und das merkt man ihr noch heute an. Ich sag mal, Stichwort Libyen, da waren ja auch europäische Länder verwickelt. Stichwort Afghanistan, da sind ja sogar wir verwickelt. Kann es sein, dass die Kriege, die es früher in Europa gab, dass sie nur exportiert worden sind? Ja, die werden exportiert und sind immer noch mit wirtschaftlichen Interessen verbunden. Also wenn jetzt geredet wird, Europa, ne? Ja, also diese Unsinn sowieso schon sprachlich und gedanklich. Europa muss in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik helfen. Heißt das ja, schleichen über Nacht ist aus der EU auch ein Militärbündnis geworden. Es gibt einen Generalstab in der Europäischen Union. Wer hat den eigentlich eingesetzt? Wer ist hier Kommandeur? Hm. Ne? Und wenn man sieht, an der Seite von Frankreich in Afrika intervenieren, Frankreich ist die Kolonialmacht. Und in Mali geht es um Gold, zweitgrößter Weltproduzent von Gold. Da geht es um Diamanten, da geht es um Uran. Man redet über Menschenrechte und viele in der Welt, immer mehr, wissen ganz genau, wenn der Westen über Menschenrechte redet, werden Naturressourcen gemeint. Und davon muss man sich abgrenzen. Ich möchte ja, dass aus den EU-Staaten mal ein Friedensprojekt wird.
dass man sagt, und Deutschland soll anfangen. Ich habe mich immer gefreut über die Vorstellung, Deutschland soll den Kriegsdienst verweigern. Das wäre doch in der deutschen Geschichte mal was. Wir verweigern den Kriegsdienst, wir schicken keine Soldaten mehr. Hat sich vieles sofort erledigt, wenn das die Politik würde. Und nicht das, was Gauck glaubt, den Deutschen aufschwätzen zu können, jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das heißt nämlich mehr Soldaten, mehr Kriegsbeteiligung. Wir sind wieder in Europa. Ich muss gleich mal auf meinen Zettel gucken, denn im Entwurf des Parteivorstands der Linken, in diesem Programm steht ein Satz, der heißt, spätestens seit dem Vertrag von Maastricht wurde die EU zu einer neoliberalen, militaristischen und weithin undemokratischen Kraft. Da gibt es eine Menge Debatte drüber. Natürlich. Also man kann immer drüber reden, ob irgendwas genial formuliert ist. Ne? So, da will ich jetzt aber gar nicht drüber reden. Ich kann mir bessere, genialere Formulierungen vorstellen, wo man das Janusköpfige, das beides ja auch eine Rolle spielt, auch die Wünsche der Menschen nach mehr Frieden und Kooperation in Europa. Aber ich habe mich immer gefragt, warum solche Aufregung? Also die ganze öffentliche Debatte in der Linken und in der Öffentlichkeit über unser Europawahlprogramm bezieht sich auf so ein kleines Stückchen, drei Sätze in der Präambel. Aber ich habe mich auch gefragt, was eigentlich falsch stand. Stimmt es, dass die EU leider immer mehr militärorientiert ist? Ja, das stimmt. Kann doch keiner ableugnen. Wir haben alle protestiert, wie die EU den Friedensnobelpreis gekriegt haben. Nee? Ist die EU neoliberal? Was an Zerstörung hier angerichtet worden ist in vielen europäischen Ländern, ist noch nicht von Hand zu weisen. Und dass sie demokratisch sei, also so verstiegen kann ja noch keiner argumentieren. In der EU wird nicht über die Volksmassen Entscheidung getroffen, noch nicht mal über die Parlamente. In der EU gibt es abgehobene Gremien, die die nationalen Regierungen bilden, die dich diktieren. Wer hat die Troika gewählt? Also ich nicht. Nee? Ich auch nicht. Und die Troika geht nach Griechenland und sagt, so jetzt ist Schluss. Nee? Sagt ihnen auch, ihr braucht einen neuen Staatspräsidenten, weil der Alte, der sehr viel Mucks fabriziert hat, eine Volksabstimmung machen wollten. Die wirken dafür, dass in Italien ein anderer Präsident kommt. Wer hat solche Einrichtungen gewählt? Überhaupt keiner. Ich kann mich sogar erinnern, dass die Formulierung gedeckt ist durch ein anderes Parteiprogramm, das von Erfurt. Ja, klar. Und das ist mit einer, glaube ich, sehr hohen Mehrheit verabschiedet worden. Eine Urabstimmung mit über 90%. Aber das ist immer, ich will mich auch nicht auf Programme zurückziehen. Nein, aber gibt es da gravierende Unterschiede zwischen diesem Satz und dem, was im Erfurt? Nein, gedanklich überhaupt nicht. Ne? Ich will mich nicht auf Programme zurückziehen. Ich bin schon immer dafür, für eine lebhafte, streitbare Debatte. Ich habe ja mit Dieter Dehm zusammen einen Alternativvorschlag gemacht. Eigentlich auch aus dem Wunsch, weil wir wollten, dass die Linke und ein Teil der Öffentlichkeit mal über Europa debattiert. Also wir haben ein bisschen die Diskussion in Gang gebracht, das ist nicht viel. Aber wenn man die eigene Partei motivieren will, in einem Wahlkampf sich zu engagieren, dann braucht das Diskussion, dann braucht das auch die Überzeugung, dass das, was man aufschreibt, dem entspricht, was man eigentlich will. Was unterscheidet denn das alternative Programm von dem und dir zum Programm, das als erster Leitantrag steht? Also unabhängig erstmal, wir haben eine andere Sprache gewählt. Na gut. Ne? So, ja. Das ist ja nicht ganz unabhängig, weil Form und Inhalt haben ja ein bisschen was miteinander zu tun, wie man wissen kann. Ich glaube, wir haben 12 Seiten geschrieben, das offizielle Programm ist über 40 Seiten. Das ist auch noch kein Qualitätsunterschied, aber das zeigt schon ein bisschen, dass man unterschiedlich denkt. Das Programm, was Dieter und ich gemacht haben, der Vorschlag, ist EU-kritischer. Das ist uns wichtig. Es ist verbreitet weniger Illusionen über die EU. Das ist kein Programm, wo wir sagen, wir wollen aus der EU austreten. Das halte ich für Unsinn. Aber es gibt in Europa linke Parteien, die sagen, wenn wir die Macht hätten, würde unser Land austreten aus der EU. In Dänemark zum Beispiel sind auch keine Europafeinde. Große Freunde von Europa, aber die sind kritisch zur EU. So, das gibt's alles. Wir sind also EU-kritischer, deutlich EU-kritischer, weniger Illusionen über die EU. Wir sagen sehr klar, dass wir eine Neugründung wollen. Neugründung bedeutet, dass die vertraglichen Grundlagen anders gestellt werden müssen. Also nicht mehr Lissabon und Maastricht. Das bedeutet, dass man keine Militärverpflichtung reinnimmt, keine Aufrüstungsverpflichtung. Eigentlich bin ich ein Freund von einer europäischen Verfassung, aber eine Verfassung, die demokratisch ist. Ich möchte natürlich, dass die Rechte der Mitgliedsländer gewahrt bleiben, ob groß oder klein. Die Großen entscheiden, wirtschaftlich Großen entscheiden über die Kleinen. Und ich möchte einen Sprung auch zu den Regionen und Kommunen haben. Die müssen mehr zu sagen haben in diesem Europa. Also das wäre eine Neugründung. Das bedeutet, man muss verhandeln miteinander.
Die großen Staaten, wie auch die deutsche Bundesregierung, will eine Vertragsveränderung haben, um ihre Absichten besser durchsetzen zu können. Diesen Streit, Neugründung, Neustart und, oder einfach so weiterzumachen, den muss man austragen. Das wird deutlich. Und dann haben wir ein paar sehr schöne Ideen in unserem Programm. Die braucht man ja auch zusammen erladen. Also ich habe viel drüber. Ich bin ein großer Freund von Entwicklungszusammenarbeit. Und man muss über diesen Tellerrand, ich will dieses Freihandelsabkommen mit den USA nicht. Das ist was Schlimmes, was da macht, wird Europa zur Festung gemacht. Ich will Frontex nicht. Ich möchte, dass Menschen nach Europa kommen können, die in Not sind, die hier leben müssen. Die kommen ja nicht, weil sie Europa so toll finden, alles. Das heißt, ich will eine ganz andere Richtung. Warum kann man nicht sagen, alle europäischen Länder, also die in der EU sind, packen ihr Geld, was sie für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben wollen, zusammen und geben das an die UNO, damit es verteilt werden kann, ohne dass gleich Wirtschaftspolitik der einzelnen Länder damit betrieben wird. Es gibt viele neue Ideen, die wir angesprochen haben. Kannst du es nachvollziehen, dass Leute in deiner Partei sagen, ein zweiter alternativer Programmentwurf, das riecht nach Spaltung? Ich kann das nachvollziehen. Das ist falsch, aber ich kann das nachvollziehen. Also in linken Parteien ist Gott sei Dank heute die Sorge vor Spaltung sehr hoch. Selbst in einer solchen linken Partei, wie wir sind, ist der Wunsch, wir mögen doch alles einheitlich und geschlossen machen, sehr groß. Der hat auch seine Berechtigung. Also, kann ich gar nicht ableugnen. Und trotzdem sage ich, wir dürfen uns zusammen nicht dumm machen. Aus einem Disput kann eine Ausstrahlung wachsen, wenn wir über richtige Fragen in einer vernünftigen Art und Weise miteinander streiten. Wir sind ja die Einzigen, die überhaupt Debatten in Gang schieben. Diese langweilige SPD sagt immer nur mehr Europa, mehr Europa. Das sagt Merkel auch, mehr Europa, Europa. Und die Grünen stehen dahinter und klatschen Beifall. Was ist denn das für eine Politik? Also ich möchte eine lebendige Partei haben, die diskutiert, wo man sich auch gegenseitig die Chance gibt, sich gegenseitig zu überzeugen. Ich behaupte ja nicht, dass das alles richtig ist, was ich denke. Da bin ich sehr offen. Ich möchte aber auch, dass andere sich die Chance lassen, darüber nachzudenken, ob nicht einiges richtig ist, was ich in dieser Auseinandersetzung meine und andere meinen. Die Angst vor der Spaltung ist immer eine richtige Angst der Linken. Wir haben uns zu oft zerlegt über unwichtige Fragen, haben hohe Preise gezahlt. Aber vor der Angst darf man sich auch nicht klein machen. Wenn du jetzt einem deiner Wähler sagen müsstest, wozu Europa denn eigentlich Nütze ist. Kannst du das in einer Kurzfassung mal erklären, wozu denn Europa Nütze ist? Also die EU, entschuldige, natürlich. Gut. Also es kann ja aber sein, dass wir wirklich mal ein anderes Europa erhalten wie diese EU. Ich würde meinen Wählerinnen und Wählern immer sagen, ich möchte gern, dass wir uns in Europa darauf einigen, dass annähernd gleiche Lebensbedingungen geschaffen werden. Dann könnte jemand, der nicht mehr in Deutschland arbeiten möchte, ohne Probleme nach Rumänien gehen. Der Rumäne ohne Probleme nach Deutschland gehen, sind annähernd gleiche Lebensbedingungen. Da können alle Unterschiedlichkeiten sich gut ausleben. Ich möchte Ihnen sagen, wir haben es nicht nötig, das Geld des Steuerzahlers für die Rettung der Banken einzusetzen. Die haben genügend Profite gemacht, wenn man die ganzen Billionen, die sich auf den Konten der wenigen wirklich Reichen angehäuft haben, nämlich konnten wir alle Schulden in Europa bestens bezahlen, wir leben alle besser. Das kriegt man nicht mehr in den einzelnen europäischen Ländern alleine hin. Da muss man mehr in Deutschland tun. Wir müssen mobiler sein. Ich möchte mehr Bürgerinnen und Bürger, Bewohner unseres Landes auf den Straßen sehen, mich selber auch auf den Straßen bewegen. Also ein solcher Austausch wäre ganz toll. Und ich würde es natürlich auch toll finden, wenn zu einer obligatorischen Schulausbildung es gehören würde, ein Jahr Schule auch für die nicht so hoch angesiedelten Schulen, macht man in einem anderen Land in Europa. Warum sollen nicht deutsche Schülerinnen und Schüler aus Berlin, was weiß ich, in Polen ein Jahr machen? Und sowas zu denken, kreativ zu denken, das wäre Aufgabe einer linken Politik. Und wenn die Verabredung ist, kein Soldat aus einem europäischen Land geht künftig mehr in Auslandseinsätzen, grandios. Das wäre das, was man heute einlösen sollte.